Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enigmatiker 2 Expert Skyblock. In der letzten Folge haben wir diese Rakete hier gestartet und wir müssen feststellen, dass die offenbar nicht mehr betankt wird, was schade ist. Also diese Connection ist noch da, aber die nicht. Und wir müssen feststellen, dass wir keinen Sprit mehr haben. Und das ist, glaube ich, das größere Problem. Und da stellt sich auch die Frage, weil hier schon wieder irgendwas hart verbuggt ist. Aus irgendwelchen Gründen verwandelt sich dieses Hooch manchmal zu Rocket Fuel. Ich will das nicht. Das ist zwar scheinbar ein Bug, mit dem man kostenlos an Rocket Fuel kommt, aber ich will das nicht. Ich mag keine Bugs. So, füllt sich wieder, sehr gut. Wie sieht's aus mit der Sonne? Die ist gleich untergegangen, dann fährt sich hier unser langes Rohr am Teleskop aus. Und... wofür ist eigentlich der Satellit hier? Ach so, ich wollte einen Mining-Satelliten bauen, aber brauchen wir gar nicht, ne? Egal. Da ist es. Sehr schön. Und ich vermute mal, jetzt funktioniert das auch. Ach, guck mal. Zauberei. Na, dann rein damit. Und dann kann er das hier bearbeiten. Dann können wir die irgendwann mal mit Star Metal weiterschicken. Mir fällt gerade ein, ich will die gar nicht betanken. Jetzt haben wir es schon betankt. Ist der Asteroidenchip noch drin? Achso, so, so. Nee, der ist weg. Kann man da einen reinmachen, der jetzt nicht so voll ist? Ich habe absolut keine Ahnung davon, ne? Aber was wir brauchen, ist ein Combiner. Nee, nicht ein Aster, sondern ein Combiner. So, das ist wichtig. Jawohl. Für Magnesium. Wir müssen Magnesium herstellen. Die Frage ist, hier ist eigentlich kein Platz mehr. Ich presse sie mal hier dazwischen. So, hier ist alles mit Ender-Eye auf vernetzt, stromtechnisch, ne? Nö, mit Flux-Points. Jetzt nicht mehr. Ach, komm. Wenn ich schon so pfuscherhaft hier alles dazwischen klemme, dann können wir auch so machen. So, dann ein Interface. So. Dann müssen wir das Ding noch konfigurieren. Wie haben wir das hier konfiguriert? So, dann macht hier immer Osmium automatisch rein. Nee. Haben wir genau so eine Maschine eigentlich? Ja. Das ist einfach nur so ein Conduit jetzt. Okay. Dann machen wir das hier auch so. Da, was ist das hier für ein... Really? Really? Wirklich euer Ernst. Das ist schön, wenn ich immer Dinge anfange und nicht zu Ende baue. Das ist das Allerbeste. Item Conduit. Wir bauen sie trotzdem hier hin, weil wir hier schon mehr vorbereitet haben. So, und hier machen wir einfach so. So. Und dann sagen wir hier, pass auf, hinten kommt Energie rein. Items rein und rechts der Output. So, und dann müssen wir Magnesium herstellen. Magnesium. Magnesium. Ohr müssen wir herstellen. Und dafür brauchen wir 8 Magnesium Dust. Und dafür müssen wir ein Magnesium-Ingot crushen.
Das heißt Magnesium Dust. Oh, haben wir schon automatisiert. Nice. Magnesium Ore. So, was wir auch noch machen müssen ist, wir brauchen eine Kobbel. Stone. Und dann gehen wir hierher und packen die Cobblestones hier rein. Achso, falsches Interface. Ich wollte gerade schon sagen, warum zum Teufel sind da Items? Hey, stirb einfach, danke. So, packen die Cobblestones hier rein und schließen das Ganze vielleicht auch mal an. So. Da. Orange. So, wie schließen wir das Ganze hier am besten an? Hier kommen wir nicht durch. Das heißt, ich würde sagen, wir machen hier eine Querverbindung. Aber um Kanäle mache ich mir überhaupt... Also wir können schauen, aber ich glaube, um Kanäle müssen wir uns nicht wirklich Gedanken machen. Wobei, hui, auf dem Orangen ist Party. Aber es ist noch was frei. So, und dann nochmal Item Conduit. Wir brauchen nämlich hier oben auch noch ein Conduit. Und zwar Gray oder Light Gray. Always active. Und Light Gray Insert. Und dann von oben kommt extra rein. So, dann kommen da immer die Cobblestones rein. Und dann kommt hier das Rezept. Und wenn ich jetzt sage, ich will Magnesium Ore, 10 Stück, dann müsste das hier reingehen. So. Ins Dollar. Jetzt ist es so, dass ich mir das Drama hier nicht antun will. So, Speed Upgrade. Und Energy Upgrade. Energy Upgrade. Boah, die Rubber Farm hier, die nervt ein bisschen, ne? So, und dann natürlich Autosort on. Ja, wobei. Ah, doch, er verteilt automatisch Achter Pack. Nein, tut er nicht. Okay, Autosort nicht an. Gut zu wissen. Autosort nicht an. Dann reicht auch die Basic Fabrik. Dann brauchen wir hauptsächlich unsere Upgrades hier. Speed Upgrade. Also. So. Magnesium Ore. Und das wird halt direkt wieder zu Magnesium Ingot. Also im Prinzip ist das ein Vernichtungskreislauf. Wir machen aus einem Ore 2 Ingots und aus 8 Ingots wieder ein Ore. Deshalb ist das wirklich nur für Notfälle hier sinnvoll. So, 126 F-Protik. Und wenn ich die jetzt alle hier reinhau, dann geht das ziemlich schnell. Genau. Und dann kann er hier, weil er muss ja dann 8 mehr machen, deshalb geht das dann. Da sehe ich weniger das Problem. 8000 F. Ja, wahrscheinlich bis 12000 F-Protik wird es wahrscheinlich funktionieren. Das ist sehr gut zu wissen. Was auch gut zu wissen ist, ist zum Beispiel Titanium Gears 2 Stück. Danke. Und dann brauchen wir noch die Rocket Assembling, ne? Space Station Assembler braucht einen Rocket Assembler. Und Rocket Assembler haben wir automatisiert. Aus genau diesem Grund natürlich. Nicht, weil ich irgendwie zu faul war, mir die Ores selber zusammenzusuchen. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das ist unmöglich. Skelett. Stirb. Danke. So, und jetzt können wir den Space Station Assembler bauen. Nicht Titan.
Was ist denn mit den Titan-Gears jetzt passiert? Titan. Habe ich es abgebrochen? Wahrscheinlich. Toll. Stirb. Okay, wir müssen uns hier mal um Ausleuchtung kümmern. Ich halte es nicht mehr aus. So, wir brauchen Structure Tower. Struktur Tower. So, die machen wir hier mal gegenüber. Aber natürlich außerhalb des Assembly-Bereichs. So, und dann Struktur. Oder sind die Titanium-Gears schon fertig? Perfekt. Können wir uns den holen? So. Und dann Struktur-Tower. Oh. Oh. Die sind nicht teuer. Das ist gut. So. Funktionieren die so wie die Minecraft-Dinge? Nee, funktionieren sie nicht. So. 1, 2, 3. Ich glaube, so ist okay. Ja, so ist okay. Und dann brauchen wir Lamp. Flat Lamp. Floodlight. Dafür fehlt der Coppercoil. Coppercoil können wir herstellen. Floodlight. Und was hat noch gefehlt? Ein Iron Mechanical, okay. Iron Mechanical Component. Können wir mal 10 herstellen, weil ist ja egal. So. Und dann kommt hier drauf ein Flutlicht. Da. F7. Point. Können wir da direkt einen Point dran klatschen? Das wäre natürlich ein Traum. Nee, offenbar nicht. Okay. Das ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Dann packen wir den Point einfach dahin. Dann LV Wire Connector und LV Wire Coil. Sollte auch schnell da sein. Achso, da. Gerade ist es gekommen. Na, Oben. Wenn ich bitten darf. Hallo? So. Und dann die Alpha Wire Coil. Verbinden wir von da nach da. Euer Ernst. Halt anders. Dann machen wir das Ding da dran. Und machen dann. Kann man das hier abreißen? Ja. Machen wir hier den Point dran. Und da so hoch. Geht auch, geht auch. So. Und er leuchtet jetzt noch zum Himmel. Warum leuchtet der nicht? Braucht er noch ein Redstone-Signal oder eine Sondereinladung oder was will der? Also Strom hat er. Strom hat er. Der will wahrscheinlich ein... Ja, Strom hat er definitiv. Der will wahrscheinlich noch eine extra Einladung hier. Ah. Ja, ich würde sagen, so... Kann man das Ganze doch schon eher ernst nehmen. Alles ausgeleuchtet. Tada! Oder so. So. Space Station Assembler. Der muss theoretisch auch dahin. Und dafür brauchen wir theoretisch wieder ein Launchpad. Ganz schön viel Kram, der hier rumsteht. Launchpad. So.
Und jetzt vielleicht noch ein Point. Ein paar haben wir ja noch. So, und jetzt könnten wir das hier scannen, wahrscheinlich, wenn die Rakete halt nicht gerade irgendwo wäre. Was ist, wenn wir so einen halbfertigen da reinpacken? Rein aus Interesse. Und dann sagen, tschüss. Startet die dann? Oder was passiert dann? Oh ja, also ich starte trotzdem. Okay. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ob sie jetzt einfach wegfliegt und nie wiederkommt, weil die Daten nicht gereicht haben. Oder ob die Mission jetzt einfach kürzer ist. Und die damit weniger Kram zu... Nee, auch 15 Minuten. Okay, also die Mission dauert genauso lange. Ja, gut. So. Ja. Dann würde ich sagen, das ist das falsche Buch. Die brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht. Unser Questbuch bräuchten wir mal kurz. The Space Station Assembler is used to assemble space stations. Nein. We need the same setup for building rockets. The only difference between space and don't need... Fuel. Ah. Okay. The item form. The item that needs to be launched into space with a rocket. Ah, okay, die wird dann in eine Satellite Bay reingeschmissen. The rocket will be lost unless you give it a guidance computer with a space station ID chip in it. Okay, Rakete ist dann weg. Na gut, ist egal. You can travel there by making a rocket and place the space station ID chip in the guidance computer. Okay, aber wir können, also einmal müssen wir halt mit der Rakete hinfliegen. Okay, jetzt mit dem Backup müssen wir noch machen. Aber ich würde mal behaupten, dass wir dann einfach einen Teleporter hinsetzen. Void Upgrades, das ist toll. Ich habe ganz kurz gedacht, hä? Infinity Draw Upgrades? Leider nein. Oh, das wär's. Wenn aus Versehen irgendwie durch einen Bug oder so und das gehen würde. Okay, Space Station ID Chip. Ein Linker und ein Basic Circuit. Okay. Bitteschön. Missing Subbay. Space Station ID Chip ist ein extra. Oh. Es ist sehr wichtig, dass man das Ding nie verliert und dass man eine Kopie macht. Okay, ich werde schon nicht verlieren. Satellitenbilder haben wir schon. Längst gemacht. Okay, irgendwie kann man hier scheinbar über den Server rausfinden, was da los ist. Okay. Astrobody Multi, haben wir auch schon. Haben wir alles. Das haben wir alles schon. So. Peace Essence. This Essence Item. Okay, also offenbar ist das sowas wie ein Dimlet, das Peaceful Mode in einer Dimension aktiviert. Das brauchen wir gar nicht, aber okay, danke. Das brauchen wir auch nicht und ein Chili Dog brauchen wir auch nicht. Danke für nichts. Okay. Gut.
CO2-Scrubber, Oxygen Vent, Gravity Controller, Warp Core. Okay. Also wir müssen eine Space Station bauen. Space Station. Space Station Assembler haben wir. Space Station Container. Kann man es irgendwie bauen? Nö, kann man nicht bauen. Also scheint es nicht relevant zu sein. Okay. Concrete. Ne, eine Space Station baut man doch nicht aus Beton, oder? Eine Space Station baut man aus Sheet Metal? Woraus bauen wir unser Raumschiff? Aus Stein erstmal. Erstmal Vanilla-Items, weil ich nicht genau weiß, was wir denn alles haben können. Also, ich versuche mich mal dran zu erinnern, wie das funktioniert hat. Ich versuche mich dran zu erinnern. Ich bin aber nicht sicher, ob das so war. So, also das wäre jetzt quasi so die Space Station und dann... Ah doch, wir brauchen noch mehr Stone. Und da sind dann so die Außenwände. Ich meine, die kann halt noch nichts, die Station, ne? Das ist klar. Und dann Glas. Ganz normales Glas. Und das sollte am besten fertig sein hier. Bevor die 15 Minuten um sind und die Rakete wiederkommt. 9 Minuten noch, okay. So, das heißt, wir machen einfach hier die Bereiche immer aus Glas. Vielleicht geht das auch gar nicht mehr so, aber ich meine, das war mal so. Es kann auch sein, dass ich gerade Unsinn mache. So. Und dann nochmal ein Dach. Über den Kopf. Und können ruhig die Decke ein bisschen höher machen. Das ist unser normaler. Stone. Huch. So. Was ist, wenn wir jetzt hierher gehen und sagen, scan? Missing Sat Bay. Satellite Bay. So. Ah, nee. Ich vermute mal, das ist das Einzige, was Sinn machen würde, dass die hier rein muss. Ah, guck mal. Ich weiß nicht, was die anderen beiden Felder hier unten sind, aber ist ja auch egal. Wir werden es rausfinden. So, was sagt uns das Ding jetzt? Ready, okay, build. So, also wir haben jetzt ein Space Station Container und einen Space Station ID-Chip. Ich glaube, das ist gut. Weg, weg, weg. Damit fliegen wir zur Space Station. Das hier schicken wir in den Erdorbit. Jetzt brauchen wir eine Rakete. Optimalerweise recyceln wir dann gleich die Rakete, die hier dann später wieder runterkommt. Packen dann die Space Station rein, schicken die hoch, um dann letzten Endes unsere Raumstation zu bauen, beziehungsweise unser Raumschiff. Ich weiß nicht, ob wir da halt so eine halbe Enterprise bauen wollen oder einfach nur so ein Borg-Cube, weil der halt easy ist. Ich weiß noch nicht genau. Da müssen wir dann einen Warp-Kern einbauen und dann können wir zu anderen Planeten fliegen, um uns da Ressourcen zu holen, die es nur da gibt.
Also, yeah. Gar nicht aufwendig oder so. Hust, hust. Also schön, dass jetzt alles ausgeleuchtet ist. Gut, aber ich würde sagen, das war es auf jeden Fall soweit für diese Folge. In der nächsten Folge landet unsere Rakete und wir schießen unsere Raumstation hoch, in der Hoffnung, dass die in einem Stück auch da oben bleibt und dass wir dann dahin fliegen können und einen Teleporter aufstellen können. Wir können schon mal einen Teleporter bestellen. Ein Teleporter. Ja. Wir können schon mal einen Teleporter hier bestellen. Und dann können wir dahin. Wir könnten hier dann vielleicht sogar ein Portal oder so, aber ist egal. Dann können wir dahin und dann können wir ins Raumschiff und ja, dann müssen wir uns halt überlegen, wie wir das Raumschiff bauen wollen. Das wäre vielleicht dann aber eine Sache für den Stream. Wenn wir da unser Raumschiff bauen. Ja, würde ich sagen. Gut, also dann, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.